Prophezeiungen der Mystikerin Anna Katharina Emmerich und die Verwüstung der Kirche. Am 3. Oktober 2004 erhob Papst Johannes Paul II. Durch die Seligsprechung die deutsche Ordensfrau Anna Katharina Emmerich zu den Altären. Die Selige wurde 1774 in Kösfeld im Münsterland geboren und starb 1824 im Kloster Agnetenberg in Dülmen. Die aus einer Bauernfamilie stammende Nonne wird von der Weltkirche als Mystikerin und stigmatisierte Seherin verehrt. Dank ihrer Visionen konnte bei Ephesus von einer Expertenkommission 1891 das Haus Mariens entdeckt werden, in dem, so die Archäologen, Maria und der Evangelist und Apostel Johannes nach der Hinrichtung und Himmelfahrt Jesu lebten. Papst Benedikt besuchte das Haus am 29. November 2006. Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi, die durch Clemens Brentano aufgezeichneten Schauungen der Seligen enthalten, einige unbekannte Details zum Tod Jesu. Die Liturgiereform und zwei Päpste. Zu den Visionen der Augustinerin gehören auch einige apokalyptische Prophezeiungen über die Zukunft der Kirche. Was sie voraussagte, klingt in manchem wie eine Vorwegnahme der nachkonziliaren Liturgiereform. Die Messe war kurz und am Ende wurde das Erschlussevangelium aus dem Johannesevangelium nicht mehr gelesen. Am 13. Mai 1820 sah sie in einer Vision zwei Päpste und zwei Kirchen. Ich habe diese Nacht das Bild von zwei Kirchen und zwei Päpsten gehabt. Ich sah nur Bänke und in der Mitte wie ein Rednerstuhl. Es wurde da gepredigt und gesungen, sonst war nichts. Über die Leute, die sich in dieser falschen Kirche ohne Sakrament des Altares, Emmerich spricht oft auch von der Afterkirche, versammeln, schaute sie. Zitat: Ein jeder zog einen anderen Götzen aus seiner Brust und stellte ihn vor sich hin und betete ihn an. Es war, als zöge jeder seine Meinung, seine Leidenschaft hervor, wie ein schwarzes Wölkchen. Und wie es heraus war, nahm es gleich eine bestimmte Gestalt an. Und es waren lauter Figuren, wie ich sie an dem Halsgeschmeide der unechten Braut in dem Hochzeitshause hängen sah. Allerlei Menschen- und Tiergestalten. Der Gott des einen war ganz kraus und breit, breitete viele Arme aus und wollte alles umschlingen und auffressen. Der Gott des anderen machte sich ganz klein und krümmte sich zusammen. Ein anderer hatte bloß einen hölzernen Knüppel, den er ganz verdreht anschaute. Der dritte hatte ein abscheuliches Tier, der vierte eine Stange. Das Besondere ist, dass diese Götzen den ganzen Raum ausfüllten. Und wenn sie fertig waren, kroch der Gott eines jeden wieder in ihn hinein. Das ganze Haus aber war dunkel und schwarz, und alles, was darin geschah, war Dunkelheit und Finsternis. Nun wurde mir auch der Vergleich gezeigt zwischen jenem Papst und diesem, zwischen jenem Tempel und diesem. Eine dunkle Kirche breitet sich in der Kirche aus, von lauen Priestern und einer geheimen Sekte. Katharina Emmerich schaute, wie zahlenmäßig schwach der richtige Papst war und wie zahlenmäßig stark hingegen der falsche Papst. Der richtige Papst war stark, aber an Willen und entschlossen, die große Zahl der Götzen zu stürzen. Der andere Papst hingegen war schwach an Willen, indem er den einzig wahren Gott und die einzig wahre Andacht durch Gestattung des falschen Tempels in so viele Götter und falsche Andachten habe auflösen lassen. Unter dem falschen Papst wurden 1000 Götzen angebetet, dem Herrn aber kein Platz eingeräumt.
Emmerich sah, wie sich die wahre Kirche zerstreute und die falsche sich sammelte und zahlenmäßig im Vorteil war. Zitat: Ich sah auch, wie sehr übel die Folgen von dieser Afterkirche sein würden. Ich sah sie wachsen, ich sah viele Ketzer aller Stände nach der Stadt Rom ziehen. Ich sah die Lauigkeit der dortigen Geistlichen wachsen. Ich sah sich viel Dunkelheit dort mehr und mehr verbreiten. Ich sah in allen Orten die katholischen Gemeinden gedrückt, bedrängt, zusammengeschoben und eingeschlossen werden. Ich sah viele Kirchen aller Orten sperren. Ich hatte das Bild wieder, wie die Peterskirche, planmäßig durch die geheime Sekte abgetragen und auch durch Stürme abgebrochen werde. Doch Emmerich sieht auch den göttlichen Beistand für die wahre Kirche. Zitat: Ich sah aber auch im höchsten Elend wieder die Nähe der Rettung. Ich sah die heilige Jungfrau wieder auf die Kirche steigen und den Mantel ausbreiten. Ich sah alles neu werden und sich eine Kirche bis in den Himmel hineinbauen. Den Zeitraum, da all dies geschehen soll, kann ich nicht angeben. Zitat: Die von Emmerich geschaute falsche Kirche verriet die kirchliche Glaubenslehre und ihr Klerus war lau. Die stigmatisierte Mystikerin wird an anderer Stelle selbst von einer protestantisierten Kirche sprechen. Das alles verhinderte es aber nicht, dass diese falsche Kirche ein großes Wachstum erlebte. Zitat: Es ist eine Gemeinschaft außer dem Leib Jesu, der Kirche. Eine heilandslose Afterkirche, deren Geheimnis es ist, kein Geheimnis zu haben. Am 10. August 1820 schaute sie die Vision. Ich sehe den Heiligen Vater in großer Bedrängnis. Er bewohnt einen anderen Palast und lässt nur wenige Vertraute vor sich. Würde die schlechte Partei ihre große Stärke kennen, sie wäre schon losgebrochen. Ich fürchte, der Heilige Vater wird vor seinem Ende noch große Drangsale leiden müssen. Die schwarze Afterkirche sehe ich im Wachsen und in üblem Einfluss auf die Gesinnung. Die Not des Heiligen Vaters und der Kirche ist wirklich so groß, dass man Tag und Nacht zu Gott flehen muss. Es ist mir viel zu beten aufgetragen für die Kirche und den Papst. Verwüstung der Kirche durch Protestantisierung. Am 22. April 1823 sah Emmerich eine Protestantisierung der katholischen Kirche. Alles war protestantisch. Alles, was protestantisch war, habe schrittweise in der katholischen Kirche die Oberhand gewonnen und in dieser einen völligen Dekadenzprozess ausgelöst. Die Mehrheit der Priester sei durch die verführerischen, aber falschen Lehren angezogen worden und trugen zum Werk der Zerstörung bei. In den Tagen, in denen das geschehen wird, so Emmerich, wird der Glauben tief fallen und nur an wenigen Orten, in wenigen Häusern und in wenigen Familien bewahrt werden, die Gott vor den Verwüstungen bewahrt. Emmerich sah, dass sich viele Priester von Ideen einwickeln lassen, die für die Kirche gefährlich sind und den Bau einer neuen großen, seltsamen und extravaganten Kirche. Emmerich scheint einige Ideen und Praktiken geschaut zu haben, die sich in der Nachkonzilszeit auszubreiten begannen und noch heute andauern. So am 22. April 1822. Alle sollten in der neuen Kirche zugelassen sein, damit alle geeint sind und alle sollten die gleichen Rechte haben. Protestanten, Katholiken und Sekten aller Denominationen. Das sollte die neue Kirche sein. Gottes Pläne seien das aber nicht gewesen. Weihnachten 1819.
Ich sah die Peterskirche und eine ungeheure Menge Menschen, welche beschäftigt waren, sie niederzureißen, aber auch andere, welche wieder an ihr herstellten. Es zogen sich Linien von handlangenden Arbeitern durch die ganze Welt, und ich wunderte mich über den Zusammenhang. Die Abbrechenden rissen ganze Stücke hinweg, und es waren besonders viele Sektierer und Abtrünnige dabei. Den Papst sah ich betend und von falschen Freunden umgeben, die oft das Gegenteil von dem taten, was er anordnete. Ich sah einen kleinen, schwarzen, weltlichen Kerl in voller Tätigkeit gegen die Kirche. Während die Kirche auf der einen Seite so abgebrochen wurde, ward auf der anderen Seite wieder daran gebaut, aber sehr ohne Nachdruck. Ich sah viele Geistliche, die ich kannte. Der Generalvikar machte mir viel Freude. Er ging, ohne sich stören zu lassen, gerade durch die Abbrechenden durch und ordnete zur Erhaltung oder Herstellung an. Andere sah ich träge ihr Brevier beten und dazwischen etwa ein Steinchen als große Rarität unter dem Mantel herbeitragen oder anderen hinreichen. Sie schienen alle kein Vertrauen, keine Lust, keine Anweisung zu haben und gar nicht zu wissen, um was es sich handle. Es war ein Jammer. Schon war der ganze Vorderteil der Kirche herunter und nur das Allerheiligste stand noch. Da erblickte ich aber eine majestätische Frau über den großen Platz vor der Kirche wandeln. Ihren weiten Mantel hatte sie mit beiden Armen gefasst und schwebte leise in die Höhe. Sie stand auf der Kuppel und breitete weit über den ganzen Raum der Kirche ihren Mantel, der wie von Gold strahlte. Die Abbrechenden hatten eben ein wenig Ruhe gegeben. Nun wollten sie wieder heran, konnten sich aber auf keine Weise dem Mantelraume nähern. Aber von der anderen Seite entstand eine ungeheure Tätigkeit der Aufbauenden. Es kamen ganz alte, krüppelige, vergessene Männer und viele kräftige junge Leute, Weiber und Kinder, Geistliche und Weltliche, und der Bau war bald wieder ganz hergestellt. Nun sah ich einen neuen Papst mit einer Prozession kommen. Er war jünger und viel strenger als der vorige. Man empfing ihn mit großer Feierlichkeit. Es war, als solle er die Kirche einweihen, aber ich hörte eine Stimme. Es brauche keine neue Weihe. Das Allerheiligste sei stehen geblieben.